So, und hier wären wir bei Podcast von Sven Heidenreich und wir sind bei Folge Nummer 319. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Es ist Sonntag, 7. November, glaube ich. Ja, 7. November 2021. Und ich befinde mich gerade im Schlafzimmer und höre das wunderbare Knurren von Mieze, die wieder gestresst ist, weil Blackie wieder da ist. Ja, aber das nur nebenbei. Ja, also heute ist Sonntag, wie gesagt. Ich habe jetzt viel mit dem Mikrofoneingang vom Keyboard ausprobiert und naja, also man kriegt es nicht besser hin. Also er klingt einfach ein bisschen flach. Ich denke, dass ich mir irgendwann mal wirklich einen Mischpult zulegen muss, wenn ich bessere Aufnahmen, also bessere Stimmaufnahmen machen will oder so. Ja, dann bleibt das nicht aus, aber... Ja, jetzt versuche ich erstmal damit klarzukommen, so wie es halt ist. Dann klingt halt die Stimme ein bisschen flacher oder ich singe halt ab und zu doch mal eine Stimme über die Stimmen über den LS14 ein. Das geht ja auch. Da muss ich halt Hall nachträglich reinregeln. Dann muss ich das halt irgendwie mit Adobe Audition oder mit Audacity oder mit irgendeinem Programm. Dann muss ich halt in der gesamten Spur ein bisschen Hall reinmachen, sodass es dann halt geht. Ja, ist halt nun mal so, kann man nicht ändern. Ja. Das ist dann halt auch der Preis, den man zahlt letztendlich. Ne? Ist klar, wenn man ein 600-Euro-Keyboard hat, dann gibt es immer eine Sache. Ja, man kann den Mikrofoneingang benutzen, so ist es nicht. Er ist auch okay, also gerade für Live-Sing ist der super. Aber ich sag mal jetzt wirklich, um Aufnahmen zu machen, ja, gut, da braucht man schon was anderes. Aber gut, ist halt so, ich muss mich jetzt damit abfinden und ja, ihr natürlich auch, die das hört, ihr müsst dann halt mit der Aufnahmestimme von dem Shure-Mikrofon irgendwie klarkommen und ja, müssen wir alle. Und von daher, ja, ist dann halt so, wie gesagt, ich kann nur noch ein bisschen was mit dem Shure halt, ein bisschen was mit dem Olympus-Mikrofon, das geht ja dann auch noch, ja, in irgendeiner Form. Ja, aber gut, das nur am Rande. Ja, ich habe mal wieder den Olympus DM 550 rausgesucht, weil ich mir gedacht habe, Mensch, back to the roots, sage ich jetzt mal. Und ja, ist halt mal wieder was Älteres und auch nicht ganz so basslastig. Ja, da kann man ja geteilter Meinung sein, aber ich muss sagen, also... Ja, ich nehme sehr gerne mit dem Olympus DM550 auf. Mein Lieblingsrekorder bleibt, bleibt aber der 770. Den finde ich schon sehr, sehr gut. Also der hat wirklich schöne Mikrofone. Er steuert wunderbar aus bei den älteren Geräten. Ne? Ich finde das Problem. Ja. Ja, ansonsten ist heute, wie gesagt, Sonntag. Wir werden heute wahrscheinlich nach Polen gehen. Fahren, nicht gehen. Etwas essen. In Polen gibt es ja richtig leckeres Essen. Mal gucken, was ich heute esse. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Ja, die Maschine arbeitet wieder, das ist schön. Das ist sehr schön. Ja, ich habe heute auch schon geduscht und jetzt trinke ich erstmal meinen Morgenkaffee. Der muss sein, auch an einem Sonntagmorgen möchte man doch nicht auf seinen Morgenkaffee verzichten. Ja, so ist es, ne? Eigentlich steht der Kater. Ich weiß nicht, ob was der wartet, ist keine Ahnung, was zu fressen wahrscheinlich. Aber den kriegt er später. Jetzt das Kaffeebrett auspacken und dann schauen wir mal weiter. Ja, der Tag wird heute normal wie immer, denke ich. Wir werden essen gehen kurz und dann ja, werde ich auch wieder zu Hause sein und dann mal gucken, was ich dann noch mache. Ja, vielleicht ist ja die Sache mit dem Olympus-Mikrofon ja wirklich eine gute Alternative. Ich sag mal, ich habe auch versucht,
Ich habe gestern noch was aufgenommen, habe dann versucht, das mit Höhlen und Reihen zu machen, damit aber die Stimme bleibt trotzdem ziemlich dumpf. Also ja, es ist schwierig, aus diesem Eingang wirklich eine glasklare Aufnahme rauszuholen. Also das ist wirklich... Ja, das ist natürlich bei den teuren Keyboards, die ja dann auch noch die Laienfunktion haben, wo man den Mikrofoneingang auf Laien umgestellt hat. Das konnte ich aber beim PSRS 900, also PSRS 900, genau, da konnte ich es ja auf Laien umstellen. Da klang der Eingang dann auch viel besser. Das geht bei dem hier nicht. Ich weiß auch nicht, warum das... Ja, aber auf jeden Fall, gut, es ist halt, ja... Muss ich mitleben. So, jetzt mache ich mir erstmal meinen Kaffee und ja. Was ich noch ausprobieren kann, ist, ich werde noch mal einen Track aufnehmen und dann mit dem Low-Cut-Filter arbeiten, dass ich eben, wenn ich die Stimme aufnehme, den Low-Cut-Filter reinmache und dann halt später noch ein paar Höhen rein. Vielleicht ist das dann ein bisschen besser. Weil die Stimme ist schon sehr basslastig. Also auch durch das Shure-Mikrofon, das ich verwende, ja, ist die Stimme schon sehr, sehr basslastig. Und ja, das dann später rauszukriegen, also wenn man Overdubbing macht, ist natürlich schwierig. Aber naja... So ist es halt, ne? So, jetzt brauchen wir noch Süßstoff. Zweimal. Kann zweimal reichen. Genau. Und dann ist gut. Weil mein Morgenkaffee, das ist schon wichtig. Danach sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. So. So, dann machen wir mal. Setten wir. So, dann stelle ich mal meinen Kaffee hin. Sehr schön ausgezeichnet. So. Gerät natürlich noch. Ist er noch auf? Ja, er ist noch auf Sperre. Auf Hold. Ich liebe die Hold-Funktion. Ah, so ist gut. So, ich sitze schon mal. Das Gerät steht. Ich sitze. Der DM550 nimmt auf. Sehr schön. Ja, das alte Ding. Ne? Also, ist wirklich, ich lege den mal doch lieber hin, weil der steht nicht so gut. Dem Mikrofon nach oben und ja, da lege ich den lieber hin. Telefon kommt hier hin. Hab auf den Stuhl gesetzt. Kaffee vor mir und dann kann ich. Moment, ich schiebe das Gerät noch ein bisschen so. Genau. So ist gut. So, genau. Einen Abstand sollte man ja schon haben. Ja, richtige Aufnahmen zu machen ist halt schwierig. Eigentlich bräuchte man wirklich das richtige Aufnahmegerät oder die richtige Computersoftware oder keine Ahnung. Das ist halt für mich schwierig, weil ich mich mit Computersoftware noch nie so beschäftigt habe. Also klar, so ein bisschen mit Audacity rumarbeiten, aber jetzt wirklich
mit einem Programm mehrspurige Aufnahmen machen und mixen und so. Da braucht man erstens ja leistungsfähige Computer und eine richtig gute Soundkarte und alles. Also das kostet ja alles auch Geld. Und von daher ist das alles nicht so einfach. Naja, aber ich sag mal, um ein Lied zu schreiben, um es mal rein hochzuladen, reicht die Qualität ja letztendlich. Und ja gut, muss man halt ein bisschen tricksen, um die Stimme klarer zu machen. Ich werde da noch ein bisschen experimentieren und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Naja, aber wie gesagt, davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Jetzt beginnt ja erstmal die Vorweihnachtszeit. Wir haben jetzt also schon November, wie gesagt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das so dieses Jahr wird alles. Wie Weihnachten überhaupt wird. Ja, die Corona-Zahlen gehen ja wieder hoch. Also ja, da kann man auch gespannt sein, was da jetzt nun passiert. Ich hoffe ja nicht, dass es wieder zu irgendwelchen Schließungen kommt oder so, weil... Ja, zu Hause bleiben möchte ich eigentlich nicht und andere sicherlich auch nicht. Und ich denke mal, dass, ja, ich hoffe, dass wir trotzdem weiter arbeiten können und dass nicht doch nochmal irgend so ein Knockdown gemacht wird. Also, das hoffe ich nicht. Ja, aber sonst, wie gesagt, bin ich eigentlich guter Dinge. Also, ich denke mal, ich habe jetzt ein gutes Keyboard, kann mich immer wieder abreagieren, kann singen, kann das machen, kann dies machen. Und ja, die Kleinigkeiten, also wie ich die Aufnahme verbessere von meiner Stimme, das ja, regelt sich, denke ich mal, auch noch. Ich habe es ja, wie gesagt, auch schon mit anderen Mikrofonen probiert, aber die klingen alle so. Also der Eingang scheint an sich eine ziemlich dumpfe Einstellung zu haben. Eine ziemlich bassige und ja, aber dafür ist der Eingang halt live gut. Also ich muss sagen, wenn man über die Lautsprecher vom Keyboard singt, dann ist es perfekt. Du hast kein Feedback, gar nichts. Ne? Also das ist wieder der große, also gibt immer Vor- und Nachteile, wie ich immer sage. Ne? Also ja, klar, wenn es jetzt natürlich ein extrem empfindlicher Eingang gewesen wäre, wäre es natürlich schwer gewesen, wahrscheinlich live über diesen Mikrofoneingang zu singen, ne? Oder wenn man jetzt auch, also es ist schon, ist natürlich klar, wenn man jetzt natürlich eine Live-Performance macht, ist der Eingang spitze, ja, also das ist wirklich unschlagbar. Man hört, man kann laut aufdrehen, man hört kaum fast gar kein Feedback. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ja, und dafür ist es ja auch eigentlich gedacht. Also klar, wer nimmt schon wirklich Songs auf und nimmt dann dazu ein Keyboard-Mikrofoneingang und so. Ne? Die meisten nimmt es mit einer Software auf oder haben halt ein spezielles Aufnahmegerät. Also gerade wenn man sehen kann, dann gibt es ja jede Menge Aufnahmegeräte, die man sich holen kann, die günstig sind. Für uns Blinde sieht das wieder ein bisschen blöder aus. Wir müssen dann immer auf Notlösungen zurückgreifen. Sei es den Olympus LS100, den es ja gar nicht mehr gibt. Aber der hat auch nicht viele Funktionen. Da kann man halt nur... Der kann achtspurig aufnehmen, ja gut, das ist ganz schön, aber gut, man kann halt beim LS100 wirklich nur den Pan einstellen, also rechts und links und die Lautstärke der Spur und das war's. Ne? Man hat keinen Equalizer drin. Und halt auch keine Effekte. Ja, und...
Ich meine, eine andere Möglichkeit wäre, wenn man jetzt eine gute Overdubbing-App hätte. Gibt es ja leider nicht. Aber nimm mal an, es gäbe so eine App, ja, die so funktioniert wie beim LS14 oder so, wo man einfach nur Overdubbing macht, wo man auch einfach nur die Wave-Datei einfügt und dann halt so wie beim Olympus, dann könnte ich ja mit dem Shure-Motiv arbeiten und das hat ja einen Equalizer. Also das wäre natürlich, sowas gibt es ja leider nicht. GarageBand ist wieder zu kompliziert, da ist es ja auch zu kompliziert, die Aufnahme da reinzumachen und dann mit dieser komischen Geste da und also das ist schon ein bisschen blöd. Es müsste halt einfach einfacher sein. Ne? Aber sowas wäre natürlich geil. Wenn man jetzt, sagen wir mal, mit dem Olympus die Musik aufnehmen könnte, würde die letzte Wave-Datei, also wo die ganze Musik ist, in diese Overdubbing-App laden und würde dann die Stimmen mit dem Shure-Motiv aufnehmen. Ja, vorausgesetzt, dass diese Overdubbing-App natürlich auch einen Hall hat oder so, einen einigermaßen guten Hall. Ja, also das wäre zum Beispiel eine Lösung, die ich total geil fände. Aber leider gibt es diese Lösung nicht. Ja gut, für die neueren iPhones bräuchte man ja da auch wieder zusätzliche Kopfhöreradapter und so, damit man auch mit einem normalen Kopfhörer arbeiten kann. Also das ist alles nicht so komfortabel. Da habe ich jetzt halt wirklich nur die beiden Möglichkeiten. Entweder ich sage, okay, ich arbeite mit meinem Mikrofoneingang oder ich singe halt die Stimmen dann über die Olympus-Mikrofone ein. Dann rauscht es zwar ein bisschen mehr, weil es ja Raummikrofone sind. Ne? Aber ja, irgendeinen Qualitätsverlust muss man dann im Kauf nehmen. Ne? Das ist halt einfach so. Das ist. Ja. Aber naja, gut. Da kann man ja auch noch rumexperimentieren. Wie gesagt, ich versuche es nochmal mit dem Low-Cut-Filter in der Stimme und dann nochmal Höhen rein, ein bisschen in das Gesamte. Mal gucken, wie es dann klingt. Ja, und dann mal gucken, was man da noch so rausholen kann. An sich ist das ja geil mit dem Keyboard. Also ich kann auch die Stimmen rechts und links schön versetzen und kann dann aufnehmen. Also das ist wirklich super. Also die von der Bedienung her finde ich sehr gut, was das Keyboard so kann. Ne? Wenn der Mikrofoneingang einfach ein bisschen besser klingen würde. Wenn einfach ein paar mehr Höhen drin wären und nicht dieser Volumen-Sound. Also es klingt ja wirklich so, ich meine, es klingt ja ordentlich mit viel Bass, aber wer drauf steht, ist ja okay, aber im Vergleich zu der Keyboard-Musik, dann wirkt es natürlich sehr dumpf. Und naja, man könnte es halt nochmal mit einem anderen Mikrofon ausprobieren, aber das ist ja auch Blödsinn, wieder ein anderes Mikro zu holen und dann zu gucken, ja, klingt das denn anders? Also wie gesagt, ich habe es ja mit meinen Sony-Mikrofonen ausprobiert. Und die klingen genauso dumpf. Also, ja. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn man jetzt so ein Mikrofon-Vorverstärker hätte. Ich weiß ja nicht, wie die so sind, ob die noch einen Equalizer haben, aber meistens haben die doch, glaube ich, auch nur Panel und Lautstärke. Also. Ja, also da kann man ja höchstens meistens noch die Aufnahme kräftiger machen, aber halt nicht Feineinstellungen. Ja, ich bin jetzt also, wie gesagt, bin ein bisschen unschlüssig, wie ich das verbessern kann. Also, oder es muss halt wirklich irgendwann nochmal ein Mischpult her. Ruhig Keyboard und
wo ich Keyboard und Mikrofon anschließe und dann so wieder arbeite. Aber es muss natürlich auch ein kleines Mischpult sein. Ich brauche ja gar nicht einen riesen Mischpult so mit zig Eingängen. Ich brauche einen Stereo-Eingang fürs Keyboard und halt einen Eingang fürs Mikrofon. Ja. Also XLR oder Klinke. XLR ist natürlich besser, aber geht auch Klinke. Und dann halt mit so Feinabstimmung, ne? Also mit richtig schön mit Höhen und Bässe und dann einen ordentlichen Hall. Okay, da sind wir ja wieder beim Problem. Welches Mischpult hat einen ordentlichen Hall drin? Ne? Das ist halt wieder ein Problem. Ich klinge ja meistens nicht doll. Ich muss sagen, der Hall vom Keyboard klingt super. Ja, oder man muss halt das wirklich so machen, dass man das Keyboard, also Mikrofon ans Keyboard anschließt, das Keyboard an so ein Mischpult und dann halt, ja, so regelt, ne? Dass man dann halt, wenn man mehr Höhen braucht, macht man da Höhen rein und dann nimmt man die Stimme auf. Das müsste ja eigentlich auch klappen, ne? Dass es dann etwas feiner klingt. Ja, also wie gesagt, da bin ich jetzt ein bisschen ratlos. Weil eigentlich möchte ich gar kein Geld mehr ausgeben groß und weil so ein Mischpult kostet ja dann auch wieder 100 Euro oder 150 Euro. Und wo ich dann sage, ja gut, dann brauche ich auch wieder die richtigen Kabel dafür. Und ich habe das ja alles nicht mehr. Das ist ja das Problem. Ist ja alles weggekommen. Und habe halt wirklich gehofft, dass der Mikrofoneingang einigermaßen klingt. Aber für Aufnahmen ist der halt wirklich zu basslastig. Naja, aber vielleicht kriegt man ja noch irgendwas raus. Wie gesagt, ich versuche das nochmal mit dem Low-Cut. Und dann Höhlen rein. Mal gucken. Wie das funktioniert und dann schauen wir mal. Abtrocknen und fertig. So. Naja. Das war wirklich das Schöne an diesen Mehrspur-Kassettenrekordern. Ja, da konntest du wirklich aus jedem Mikrofon, egal was für ein Mikrofon du hattest, konntest du halt was rausholen. Gut, hatte keinen Hall und kein Echo drin, also musste man natürlich ein extra Effektgerät anschließen. Ne? Ich sag ja, wenn es ein Mehrspur-Kassettengerät gäbe mit Effekten, ja, gibt es natürlich leider nicht, aber nehmen wir mal an. Dann würde ich das mir holen. Also dann würde ich wirklich nochmal auf Mehrspur-Kassette gehen. Aber nicht, um jetzt damit aufzunehmen, sondern um das halt zu nutzen als Mischpult sozusagen. Ne? Aber gut, da kann man sich ja auch ein Mischpult holen. Aber wie gesagt, ein Mischpult mit ein kleines, günstiges Mischpult mit Effekteingängen. Quatsch, mit eingebauten Effekten, so wollte ich das sagen. Ich weiß, Behringer, ich hatte ja selbst ein Behringer, aber da waren die Effekte nicht so doll. Die waren halt mittelmäßig, ne? Also das war halt gut, man kannte und man konnte damit arbeiten, ja, aber die waren halt nicht so klar, die Effekte. Das war halt mehr so, ja, okay, kann man nehmen, muss man aber nicht. Ne? Aber gut, das wäre mir noch egal, da würde ich dann sagen, das wäre dann halt ein Kompromiss. Würde ich dann sagen, okay, lieber den Effekt ein bisschen blöd, aber dafür eine klarere Stimme. Ne? Ja, ihr merkt, dieses Thema beschäftigt mich. Ja. Ich meine, klar, wenn man jetzt natürlich ein extrem gutes Mikrofon hätte und ans Keyboard anschließt, vielleicht würde das dann auch anders klingen, logisch. Ich meine, wenn man jetzt irgendwie so ein
richtiges, gutes Mikrofon hätte. Ja, vielleicht klingt dann der Eingang auch besser, ja, aber das ist halt die Frage. Ja, aber naja, was soll's. So ist das halt. Ja. Meine Musik machen war schon immer teuer und dass man da nie so die Ideallösung findet, also gerade für Aufnahmen, also so für Singen und Spielen geht es ja immer noch, aber so gerade wenn es um Aufnahmen geht, also da eine Lösung zu finden, das ist immer ziemlich schwierig. Und ja, ich bin ja nun auch nicht der Technikfreak oder ich bin ja Technikfreak, ich bin ein Technikfreak, der viel sammelt, aber ich bin halt keiner, der jetzt wirklich von Aufnahmen und so, ich kann einigermaßen Aufnahmen machen, aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich so mit dem ganzen Kram auskennt. Welches Mikrofon ist wirklich gut dafür? Und ja, ich meine, man kann ja jetzt nicht dauernd irgendwelche Mikrofone kaufen und gucken, ja, klingen die besser oder so. Ne? Das ist gut, anders wäre es jetzt, wenn man jetzt ins Geschäft gehen könnte und könnte sich Mikrofone durchprobieren oder so, ne? Oder könnte sich vom Verkäufer wirklich einen Rat holen und sagen, ja, welches Mikro klingt am besten über dieses Teil, wenn man Aufnahmen machen möchte. Ne? Vielleicht könnte ja so ein Verkäufer schon eher dann sagen, ja, da ist die Abstimmung am besten oder dieses Mikrofon passt wirklich am besten oder das ist halt von den ganzen Leistungen und Merkmalen und so. Ich weiß ja auch nicht, ja, aber die meisten machen halt einfach irgendein Mikrofon ran und dann nehmen sie halt und dann legen sie halt los. Ne? Und ja, keiner kommt halt auf die Idee, jetzt zu sagen, gut, ich nehme einen Olympus und nehme mit per Overdubbing auf und mach das einfach. Ne? Das ist halt eine Sache. Ja, ist schon ein bisschen verrückt. Ja? Also das ist klar, jeder andere würde sagen, Alter, nimm eine Software und dann ist gut. Ne? Aber ja. Oder man nimmt mit Audacity auf. Aber wie gesagt, da weiß ich auch nicht mit dem ganzen Keyboard über Computer und so. Also da kenne ich mich auch noch nicht richtig aus mit. Und ja, und da braucht man ja auch einen leistungsfähigen Computer. Ne? Also mein alter Rechner hier, der von 2012, 2013 oder so, das würde der gar nicht hinkriegen. Ja, also da bräuchte man schon einen leistungsfähigen Rechner, um jetzt wirklich mit so Sachen zu arbeiten. Ne? Und ja, da hat man dann halt diese Kompromisse immer, ne? Und was ist denn für ein Lärm, Digga? Du bist schon wieder so ein Spiellau, ne? Aber gut, so haben die Leute dieses Hintergrund. Ja, Twitter, ja. So, jetzt haben wir hier... Ja, heute haben Ela und Stefan ihren Hochzeitstag. Kann man ja mal sagen. Ist ja kein Geheimnis. Herzlichen Glückwunsch. Na gut. Deshalb gehen wir auch essen. Ja. Hochzeit. Ich war noch nie verheiratet. Ob ich es jemals werde, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber man soll ja nie sagen, ne? Wie man immer so schön sagt. Aber, ja, keine Ahnung. Habe ich jetzt auch keinen Plan. Heiraten. Für mich ist das immer alles so groß, so dieses Heiraten und dann organisieren und überhaupt. Also ich meine, ich bin ein Typ, ich bin froh, wenn ich meine Freundin irgendwann habe und glücklich bin. Und reicht mir persönlich. Also ich brauche keinen riesen Tara und drumherum und heiraten und... ja, also ich bin einfach da ein bisschen anders. Ja, ich würde das einfach anders genießen dann. Ja, weil ich mir einfach sage, ja, gut. Aber gut, vielleicht redet man ja anders, wenn man plötzlich vor der Wahl steht oder so. Das ist halt immer, ne, ich sag ja, es ist immer eine Sache, wie man, was man erlebt, wie man's hat. Ja, aber
Nun ist, wenn man heiratet, ja auch auf die Trennung ein bisschen schwieriger. Ne? Und von daher sage ich mir mal, nee, denn lieber so zusammen sein, genießen, und wenn man nicht mehr will, dann kann man sich auch trennen und hat dann nicht so viel Probleme damit dann. Ne? Was ist, gerade wenn man sich dann, wenn man sich dann was angeschafft hat und dann geht es darum, wem gehört was. Ne? Das kennt er ja auch. Ne? Und ja, das sind alles immer so Sachen, wo ich dann immer denke, nee, also ich finde auch, das Trennen muss einem einfach gemacht sein. Ja, ich meine, niemand muss mit jemandem zusammenbleiben, und wenn man halt einfach wirklich merkt, es geht einfach nicht mehr, dann sollte man es auch lassen. Ne? Und nicht dieses, ja, wir sind jetzt verheiratet oder wir sind jetzt ja, wir müssen ja irgendwie, oder wenn dann kommt auch wegen der Kinder und so, ne, das ist einfach alles, also wie viele Ehen existieren und die wollen eigentlich gar nicht mehr. Und von daher sage ich mir wiederum, nee, also ich habe es lieber, wenn ich mich, wenn es dann ja wirklich nicht mehr läuft, dass man sich trennen kann. Ja, und ja, man ist ja auch, dann fängt man halt was Neues an. Es ist natürlich, jede Trennung ist hart. Und aber ich habe aus meinem Leben einfach gelernt, ja, du kannst keinen Menschen, oder anders gesagt, du hast ja nie eine Garantie. Ne? Also es gibt einfach immer die Möglichkeit, dass der andere sagt, du, ich habe doch jetzt nicht mehr so große Lust oder so. Also den Menschen zu finden, der mit einem wirklich durchs Leben geht, das ist halt schwierig in der heutigen Zeit. Ja, zumal sich Ansichten ja auch ändern können. Ne? Man kann ja in 5 Jahren eine ganz andere Ansicht haben als jetzt, ne? Und sagen, ach nee, eigentlich brauche ich doch was anderes oder so. Ne? Und das kann passieren. Es muss nicht passieren, aber es kann passieren. Ne? Von daher sollte man es locker sehen und sagen, okay, wenn man halt doch länger zusammenbleibt, ist es ja schön. Auf jeden Fall. Aber man hat halt auch die Möglichkeit zu sagen, jetzt geht's nicht mehr. Ja, wenn man natürlich verheiratet ist, hat man das ganze Problem mit der Trennung, Trennungsjahr, Scheidung, und boah, das wäre mir alles viel zu kompliziert. Also, ja. Vor allen Dingen, was ist denn, wenn man sich jetzt scheiden lassen möchte und man lässt sich scheiden und merkt plötzlich, oh, man liebt sich ja doch noch, dann heiratet man wieder. Und also das sind einfach so Sachen, ne, was natürlich viel leichter ist, wenn man nicht verheiratet ist. Da kann man auch sich auch mal eine Auszeit gönnen oder sagen, du, pass auf, dann sehen wir uns, dann machen wir mal eine Pause oder so, oder keine Ahnung, wenn man sich jetzt wirklich nicht mehr abkann. Ne? Aber wenn man natürlich verheiratet ist, oha, ne? Man kann ja auch nicht dauernd heiraten, scheiden, ne? Das geht ja auch nicht. Also, ja. Es ist halt alles auch vom Behörden, also von den ganzen Rennereien, das meine ich jetzt eigentlich nur. Ne? Also ich meine jetzt nicht das die Sache an sich, sondern das sind ja alles auch immer Schritte, die man gehen muss. Und ja, wenn man jetzt so zusammen ist, dann kann man halt vieles selber regeln, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann, ja, also ich bin auf jeden Fall für Beziehungen ohne Hochzeit. Also ich muss das nicht haben, und ja, aber vielleicht kommt es ja irgendwann, dass ich heirate irgendwann und dann, ah, es ist doch anders. Ja. Man weiß ja nie, was sich so entwickelt. Ja, aber trotzdem finde ich es natürlich schön, wenn Leute heiraten und zusammenbleiben, und ja. Stefan und Ela sind jetzt nun, haben heute ihren Hochzeitstag, und das werden wir ein bisschen feiern, denke ich. So zusammensitzen. Ja, wird bestimmt schön werden, denke ich. Also ich hoffe, dass es für die beiden wirklich schön wird, weil ja. Na gut, dann werde ich die Folge jetzt mal hochladen. Ich habe nämlich alles hier schon vorbereitet. Kameraadapter und USB. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Sonntag. Das war mal wieder der Olympus DM 550 Podcast von Sven Heidenreich, Folge 319. Ja, man muss ja immer gucken mit den Folgen jetzt. Ne? Also mit diesen verdammten Zahlen. Oh, also ich weiß nicht, noch geht's ja. Aber ich glaube, wenn ich irgendwann mal so wirklich über 1000 Folgen habe, weiß ich garantiert nicht mehr, was ist. Da muss ich immer wieder reingucken, welche Folge hast du jetzt gemacht. Also ob ich ewig mit diesen Zahlen weitermache, weiß ich noch nicht. Also vielleicht finde ich da eine andere Lösung. Vielleicht sage ich dann einfach, schreibe ich einfach nur das Datum dann rein oder so. Wäre ja eine einfachere Lösung. Dann bräuchte ich nicht mehr auf die Zahlen so zu achten. Dann bräuchte ich einfach nur zu sagen, ja, hier ist eine neue Folge und fertig, ne? Weil das ist schon irgendwie ein bisschen nervend. Wenn du denn in der ganzen Folge eine falsche Zahl sagst, ich meine, gut, wenn man am Anfang die richtige Zahl gesagt hat und am Schluss die falsche Zahl sagt, ist es ja okay. Das kann man ja noch verschmerzen, aber wenn du am Anfang schon die falsche Zahl hast und
am Ende vielleicht auch noch die falsche Zahl, ist ja die ganze Folge für den Arsch letztendlich. Das ist halt so. Ja, also wie gesagt, dann hört man sich und ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.